open your eyes, time to wake up. Enough is enough, is enough, is enough. Open your eyes, time to wake up. Enough is enough, is enough, is enough. Also wenn ich das jetzt mal als Journalist etwas zugespitzter formuliere, dann sagen Sie eigentlich, es gibt so eine Art Einstiegsgefahr zur Abschaffung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung durch die staatlichen Interventionen, Institutionen selbst. Und da müssen wir uns jetzt Gedanken machen, wie stark sozusagen zivilgesellschaftliche oder was auch immer für Interventionen, nicht staatliche Interventionen zu rechtfertigen sind. Grundrechte und Menschenrechte sind dadurch am besten zu schützen, indem man sie praktiziert. Und mein Traum ist einfach, dass in Dresden wirklich an diesem Tag 10.000 Bürger selber auf die Straße gehen und dann gar kein Platz mehr für die Nazis ist. Das wäre der schönste Tag meines Lebens. Wir jetzt von der Sächsischen Zeitung sind an einigen Orten gewesen und haben einiges zusammengetragen. Aber gut, ne? Und die Tatsache, dass Lothar König jetzt nicht mehr nach § 129 verfolgt wird, sondern jetzt zum Redelsführer gemacht wird, unter anderem, weil er Tonsteine Scherben aus dem Lautsprecherwagen abgespielt hat, das hat was sehr Lächerliches und ist aber natürlich in der Folge sehr ernsthaft. Wenn man das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit als Grundrecht denkt, dann muss konkret geprüft werden und wenn es eine Einschränkung gibt, muss die verhältnismäßig sein, weil es eine massive Einschränkung ist und die muss gut begründet werden. Also man zieht erstmal nach 129 hoch, um alle Maßnahmen durchs Gericht genehmigt zu kriegen und dann, wenn es vollzogen ist, dann stellt man auf einmal das Verfahren um. Und das sind Geschichten, die ich in dieser Form, also das muss ich wirklich sagen, in Thüringen noch nie erlebt habe. Und insoweit gibt es hier wirklich ein sächsisches Problem, da bleibe ich dabei. 240 Nötigung. Wer geht da gegen wen? Ist das ein Unterschied Mutlang und Dresden-Nazi-Demonstration? Also Mutlang die Blockade von Pershing-Raketenlagern. Da setzen die sich auch auf die Straße. Die Demonstranten nehmen die Versammlungsfreiheit in Anspruch und werden verurteilt wegen 240 Nötigung. Und das Bundesverfassungsgericht sagt, ja, die haben die natürlich gehindert, insofern haben sie die freie Entfaltung behindert, aber das war nicht verwerflich. Deshalb ist es nicht strafbar, das ist das Entscheidende. Es war nicht verwerflich, kein verwerflicher Grund dahinter, was das Strafgesetzbuch erfordert. Und Dresden, Versammlungsfreiheit der Nazis, gleiche Situation, ne? Grundrecht einer anderen Partei. Und die werden möglicherweise gehindert durch jemanden, der sich auf die Straße setzt. Überhaupt kein Unterschied. Und jetzt müsste man begründen, warum das auf die Straße setzen, um Nazis am Demonstrieren zu hindern, verwerflich ist. Das finde ich ausgesprochen schwierig. Wenn die Möglichkeit da gewesen wäre, letztes Jahr sich ein bisschen in der Nähe, in Sicht und Hörweite an den Nazis abzuarbeiten, dann wäre es vielleicht auch nicht so zu diesen schweren Ausschreitungen gekommen oder in dieser Anzahl und der Häufigkeit. Davon bin ich überzeugt. Und in diesem Jahr soll es ja auch möglich sein. Jedenfalls haben sich viele Menschen viele Gedanken dazu gemacht. Ich kann nur hoffen, dass man ein bisschen ja, näher an die Rechtsextremen rankommt, wenn das Ergebnis das ist, dass hier nicht wieder die Stadt, ich übertreibe, in Schutt und Asche gelegt wird. Ich freue mich zu hören, dass Sie kein Freund der Nazis sind. Ich hoffe und gehe davon aus, dass die Mehrzahl der Leute in Dresden keine Freunde und Freundinnen der Nazis sind. Und ich würde mir wünschen, dass sich das konkret im Verhalten der Polizei ausdrücken würde. Diese Typen, wenn sie schwarz uniformiert hier aufmarschieren und wenn dann die Bevölkerung in eine Situation gebracht wird, als wenn man ihnen sagt, bleibt weg, lass die doch marschieren, es wird schon alles nicht so schlimm sein, dann ändert sich meines Erachtens die Perspektive, zumindest nachdem man weiß, dass es 9 rassistische Morde in Deutschland gegeben hat und eine Polizistin hingerichtet worden ist. Wenn man dann so weitermacht, als wäre nichts gewesen, dann finde ich das eine geistige Mittäterschaft. Wenn jemand meint, Nazis dürfen hier nicht demonstrieren, der ruft nach einem staatlichen Kontrolleur, nach einer Behörde, die entscheidet, wer darf demonstrieren und wer nicht. Ich bin keine Anhängerin der Theorie, dass wenn man die Nazis einfach so machen lässt, dass sich das dann totläuft. In der Frage bin ich Wiederholungstäter und werde ich Wiederholungstäter sein, weil wenn brauner Ungeist marschiert, muss die demokratische Gesellschaft gemeinsam auf der Straße stehen und sagen, hier ist kein Platz für braunen Ungeist. Remember to get over.
begrüßen. Mein Name ist Martin Kaul. Ich arbeite als Redakteur für soziale Bewegungen bei der Tageszeitung Taz in Berlin und freue mich auf ein jetzt spannendes Podium, wo wir so ein bisschen uns wieder hier im Raum Dresden verorten nach viel Theoriedebatte. Dazu darf ich begrüßen einen ja doch auch Theoretiker, Andreas Fisan. Er ist Professor an der Universität in Bielefeld, setzt sich da mit Fragen des Umweltrechts und der Rechtsphilosophie auseinander und wird uns gleich ein bisschen was sagen können zu der Begrifflichkeit Widerstandsrecht. Was ist das eigentlich? Und vielleicht auch dazu, ob das hier in Dresden besondere Anwendung findet oder nicht. Daneben sitzt Anne Roth. Sie ist bekannt als Bloggerin, Analyst und hat sehr viele Followerinnen und Follower sozusagen als Medienaktivistin im Netz und im realen Raum, weil sie sich dezidiert mit Fragen von Überwachung, von vielleicht auch Repression und mit der Extremismusdebatte auch in den letzten Jahren beschäftigt hat. Rechts von ihr, also links von Ihnen, sitzt Bodo Ramelow. Er ist bekannt als Delinquent hier in Dresden und hat zahlreiche Verfahren am Laufen, über die er vielleicht gleich auch berichten wird. Das führte unter anderem dazu, dass der Fraktionsvorsitzende der Linksfraktion in Thüringen ein Immunitätsverfahren beziehungsweise seine Immunität aufgehoben bekam, weil er hier auch blockiert hat. Dass er sozusagen vom Verfassungsschutz seit langem überwacht wird, ist auch bekannt. Vielleicht kommen wir zu diesen Fragen später noch. Zu meiner Linken sitzt ein auch sehr interessanter Gast, Alexander Schneider, sein Name. Er ist Journalist bei der Sächsischen Zeitung hier und als Gerichts- und Polizeireporter sehr stark beschäftigt mit dem, was hier in Dresden passiert ist. Und vielleicht kann man das sagen, Sie sind jetzt der einzige Dresdner auf unserem Podium heute. Das heißt auch so ein bisschen die Stimme dessen, was sozusagen so eine Perspektive aus Dresden auf das, was hier böse gesagt als Demonstrationstourismus auch passiert, zumindest in die Richtung, kommentieren Sie das. Dann haben wir Corinna Genschel zu Gast. Sie ist aktiv im Komitee für Grundrechte und Demokratie und hat sich beschäftigt auch in einer Untersuchungskommission zum 19. Februar mit dem, was im letzten Jahr hier passiert ist, an Strafverfolgungsmaßnahmen oder an, wie viele das ja dann nennen, Repression, legitimer oder illegitimer Repression. Und darüber wollen wir reden, die Pflicht zum ungehorsamen Protest zwischen legitimer Aktion und illegitimer Repression ist der Titel. Und bevor wir vielleicht nach Dresden reinzoomen, würde ich dann Sie fragen, Herr Fisan, dass Sie uns mal bitte nicht zu lang, aber eine kurze Einführung geben. Im Grundgesetz steht ja was von Widerstandsrecht. Jetzt steht hier im Titel der Veranstaltung sogar was vom Pflicht zum Ungehorsam. Gibt es eine Pflicht zum Ungehorsam, die sich irgendwie rechtlich herleiten lässt? Oder wie lässt sich sozusagen aus juristischer Perspektive das verstehen, worüber wir hier reden? Ja, vielen Dank und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Und als guter Jurist hat man natürlich immer das Grundgesetz unterm Arm. Ich lese trotzdem daraus vorlesen, weil das ist doch interessant, dass die Verfassungsväter und die eine Mutter 1949 sozusagen ein Widerstandsrecht in die Verfassung reingeschrieben haben, was nicht so richtig bekannt ist, glaube ich. Da steht in Artikel 20 Absatz 4, gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung, im Absatz vorher wird klar, welche Ordnung gemeint ist, nämlich die verfassungsmäßige Ordnung, zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. Andere Abhilfe ist natürlich gerichtliche Verfahren. Und was ist die verfassungsmäßige Ordnung? Das ist nicht die berühmte FDGO, die ist erst nachher eingeführt worden, sondern propagiert worden sozusagen, sondern in Artikel freiheitlich-demokratische Grundordnung, die benutzt wurde, um die Verfassungsfeinde herauszufinden. Verfassungsmäßige Ordnung steht eben auch in Artikel 20, das ist der demokratische, soziale Bundes- und Rechtsstaat. Das ist die verfassungsmäßige Ordnung. Da steht jetzt das Recht zum Widerstand, wenn die verfassungsmäßige Ordnung beseitigt wird. Dann fragt man sich natürlich, was ist gemeint mit die verfassungsmäßige Ordnung beseitigt. Die Mütter und Väter des Grundgesetzes hatten natürlich vor Augen, das ist relativ klar, Nazi-Braunhemden, die in das Parlament einmarschieren, Kommunisten verhaften und sich dann zum Kreiskanzler wählen und Ermächtigungsgesetze erlassen. Nach 50, 60 Jahren ist das natürlich ein bisschen überholt, sondern man muss anfangen zu überlegen, was heißt denn das eigentlich, die verfassungsmäßige Ordnung zu beseitigen unter gegenwärtigen Verhältnissen. Und ein wichtiges Element der verfassungsmäßigen Ordnung, sozusagen
Der Grundstein der verfassungsmäßigen Ordnung ist sicherlich der Rechtsstaat, der wieder unterschiedliche Aspekte hat, nämlich einerseits die Grundrechte, unter anderem die Demonstrationsfreiheit, Versammlungsfreiheit, und andererseits einen formalen Aspekt hat, nämlich das allgemeine Gesetz, das als erstes gegen die Könige, gegen die Monarchen ins Feld geführt wurde. Die Monarchen sollen sich gefälligst an ihre eigenen Gesetze halten. Das ist nach meiner Auffassung und auch anderer Auffassung der Kern des Rechtsstaates, das wesentliche Element. Wenn dieses sozusagen angegriffen wird, ist die verfassungsmäßige Ordnung in Gefahr und wahrscheinlich ein Recht zum Widerstand. Nein, dann ist ein Recht zum Widerstand sicher. Aber das heißt doch eher, dass der Staat quasi schon kurz vor der Auflösung stehen muss, oder? Ja, das ist eben die Frage. Kurz vor der Auflösung ist wieder das Bild, die braunen Hemden marschieren irgendwo ein. Aber natürlich kann der Staat auch vorher sich schon an das selbstgesetzte Recht nicht halten. Und dann wird es schwierig, und ich meine zu beobachten in der letzten Zeit, dass das zunehmend vorkommt, dass in der Bundesrepublik die Exekutive, insbesondere die Exekutive, anfängt mit dem selbstgesetzten Recht, aber von der Legislative, vom Parlament gesetzten Recht zu taktieren, sozusagen als Rechengröße zu benutzen, also zu kalkulieren, was ist effektiver, gegen das Recht zu verstoßen oder mich an das Recht zu halten. Ein ganz bekanntes Beispiel, wo die Rechtsprechung auch eindeutig ist, sind die berühmten Kesseln für die Demonstranten. Also Demonstrationen werden eingekesselt. Die Rechtsprechung sagt jedes Mal in ganz verschiedenen, unterschiedlichen Fällen, das war rechtswidrig, unverhältnismäßig, Demonstrationsfreiheit hat Vorrang. Die Polizei macht es immer wieder, kesselt wieder ein, und man kann nur annehmen, dass dahinter die Überlegung steht, es ist effektiver, die jetzt einzukesseln, ein Urteil zu kassieren, das ist nicht so teuer, als noch mehr Polizei abzustellen, um ordnungsrechtsstaatsgemäß diese Demonstration durchzuführen. Ein zweites Beispiel, wenn man in dieser Analyse fortfährt, ist sicherlich das bekannt gewordene Orten von Handys, also das massenhafte Speichern der Funkdaten. Sie wissen, das Bundesverfassungsgericht hat sich mit der Datenspeicherung befasst, weil es eine EU-Richtlinie gibt, hat gesagt, so wie der Bundesgesetzgeber das gemacht hat, ist es rechtswidrig oder gerade noch, wie es in der Strafprozessordnung drin steht, akzeptabel. Also ein sehr sensibles Gebiet. Der eine Bereich, die Telekommunikationsüberwachung, ist immer noch nicht gesetzlich geregelt, trotz EU-Erfordernis. Und trotzdem hat sowohl in Dresden als auch in Berlin eine massenhafte Speicherung stattgefunden, obwohl die Voraussetzungen sind, schwerwiegende Straftaten, wie, ich zähle mal so ein paar auf, die ich mir da angeguckt habe, Völkermord, Vergewaltigung, Mord und Totschlag und Ähnliches. Wo das hier stattgefunden haben soll, weiß ich nicht. Und ich glaube auch Brandanschläge gegen Autos, die rechtswidrig sind und illegal sind und bei denen natürlich das Gewaltmonopol des Staates gegen die Auffassung, die gestern hier unter anderem vertreten wurde, greift und auch greifen muss. Dennoch muss der Staat sich an seine eigenen Regeln halten und die Regeln heißen eben nicht massenhaftes Abhören von oder Speichern von Handydaten, Turmüberwachung von Handydaten, sondern nur unter bestimmten Voraussetzungen. Wenn, nur zwei Beispiele, ich könnte noch mehr bringen, lassen wir erstmal, aber wenn das der Fall ist, wenn der Staat sich nicht mehr an die eigenen Regeln hält, wird das natürlich knibbelig mit dem Widerstandsrecht. Dann bewegt man sich, und ich sage das jetzt ausdrücklich vorsichtig und möchte, dass auch das registriert wird als vorsichtig, auf einen Zustand zu, in dem möglicherweise 2004 gegen die bisherige Auffassung, ziviler Ungehorsam ist eben nicht durch 2004 gedeckt. 2004, was ist das? Artikel 2004, den ich eben vorgelesen habe, aus dem Grundgesetz, möglicherweise greift und Aktionen rechtfertigt. Und jetzt will ich gleich den Haken nennen, wenn ich so viel Zeit noch habe. Ja, schneller Haken. Es gibt kein schneller Haken. Herr Gauweiler ist bekannt, CSU, rechtsaußen, hat auch gegen den EU-Vertrag geklagt. Sein Rechtsvertreter, Herr Schachtschneider, hat vor dem Bundesverfassungsgericht geltend gemacht, die Auflösung der Nation Deutschland, also nationalistische Argumentation, in die EU berechtigt zum Widerstand nach Artikel 20 Absatz 4. Also man muss die Haken mitdenken.
Und das macht die Sache kompliziert, aber ich bin ja auch nicht hier, damit wir es einfach denken, sondern damit wir differenziert denken. Das ja, vielen Dank dazu. Erstmal, Sie haben das ja sehr vorsichtig formuliert. Also wenn ich das jetzt mal als Journalist etwas zugespitzter formuliere, dann sagen Sie eigentlich, es gibt so eine Art Einstiegsgefahr zur Abschaffung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung durch die staatlichen Interventionen, Institutionen selbst. Und da müssen wir uns jetzt Gedanken machen, wie stark sozusagen zivilgesellschaftliche oder was auch immer für Interventionen, nichtstaatliche Interventionen zu rechtfertigen sind. Wir lassen das vielleicht erstmal so im Raum stehen, kommen da sicher später nochmal zu. Ich will jetzt vielleicht mal bezogen auf die sächsische Situation. Corinna Genschel, Sie fragen, Sie haben sich das ja angeguckt, was aus Ihrer Perspektive am 19.02. schiefgegangen ist und das Komitee für Grundrecht und Demokratie hat da ja auch schon einiges kritisiert. Ist das denn so fatalistisch? Also wird hier gleich der ganze Rechtsstaat abgeschafft in Sachsen? Was haben Sie da beobachtet? Vielleicht führen Sie mal so ein paar Argumente oder Beobachtungen aus Ihrer Perspektive auf. Ja, vielen Dank. Vielleicht noch mal eine kurze Vorbemerkung, wo ich mich Andreas Fissern anschließe, ist oder die Perspektive, aus der ich spreche, das Grundrechtekomitee, ist sozusagen die, das zentrale Grundrecht, auf das wir uns beziehen, das Andreas eben auch schon angesprochen hat, das, die Freiheit, die Versammlungsfreiheit. Das ist ein wichtiges Grundrecht, also die grundrechtlich verbürgte Freiheit von Bürger und Bürgerinnen, ihre politische Meinung frei und unbegrenzt in öffentlichen Versammlungen zu äußern. Das finde ich erstmal einen ganz wichtigen Punkt. Der bezieht sich natürlich auf Dresden, aber auch viele andere Orte. Roland Roth hat gestern schon davon gesprochen, dass es, wenn man sich auf dieses Grundrecht, aber auf viele andere natürlich auch bezieht, dass es natürlich auch um Streit um Verfassungspositionen hier geht. Ich würde sozusagen ungern sozusagen zu diesem Widerstandsrecht jetzt direkt was sagen, sondern einfach bei diesem Grundrecht und dem Streit darum bleiben. Also Streit um Verfassungsposition ist auf der einen Seite natürlich, dass man sich auf einer juristischen Ebene auch mit Verrechtlichung, also Versammlungsrecht und so weiter auseinandersetzen muss, aber auch mit verwaltungsrechtlichen und polizeilichen Konzeptionen, Rechtsprechung und Praktiken. Also ich führe das jetzt ein bisschen auf, weil das nachher sozusagen ein bisschen zu unserer die Begründung für unsere Schlussfolgerung oder eine unserer Thesen ist. Das andere ist, wenn man sozusagen dieses Grundrecht Versammlungsfreiheit so stark fasst, wie auch das Grundrechtekomitee das macht, aber natürlich auch andere, gehört auch dazu und das wäre jetzt ein bisschen andere Note als so ein Widerstandsrecht. Wir haben das schon mal nach unserer Demo-Beobachtung und das Grundrechtekomitee macht öfter sowas wie Demonstrationsbeobachtungen. Nach der Demonstrationsbeobachtung vom G8-Gipfel haben wir gesagt, also das eine ist sozusagen die juristische Auseinandersetzung in Verfassungspositionen, das andere wäre, dass Grund- und Menschenrechte am besten dadurch zu schützen sind, indem man sie praktiziert. Das ist jetzt auch eine wichtige Bedeutung, weil sie sozusagen im Kontext von Dresden natürlich und zivilem Ungehorsam und dem, was nachher als Schlussfolgerung oder worüber wir noch diskutieren können, auch eine immense Bedeutung hat. Da braucht man meines Erachtens gar nicht das große, also wobei ich finde das natürlich die Ausführung sehr interessant mit dem Widerstandsrecht, aber ich brauche für meine Argumentation oder wir gar nicht erst das Widerstandsrecht, sondern Grundrechte und Menschenrechte sind dadurch am besten zu schützen, indem man sie praktiziert. Das heißt, auch das Versammlungsrecht in Anspruch nimmt. Kurz jetzt zu unserer Schlussfolgerung, vielleicht auch noch ein Wort zu dieser Untersuchungskommission. Viele von euch, von Ihnen im Raum, auch in der bundesweiten Presse und so weiter, ist ja irgendwann nach dem 19.02.2011, eigentlich in dem Jahr davor, sagen auch mehr wahrscheinlich, da wäre auch Ihre Perspektive nachher sehr interessant, im bundesweiten Kontext sehr stark über die Repressionsmaßnahmen, das Aushebeln von Demonstrationsfreiheit und so in Dresden geredet worden. Uns haben Akteure, uns, das Grundrechtekomitee, Akteure und Akteurinnen aus diesem ganzen Kontext, aus den Bündnissen, aber auch den politischen Parteien, Kirchenvertretern, Vertreterinnen haben uns gebeten, letztes Jahr als Grundrechtekomitee einen Versuch zu unternehmen, eine Kommission zu schaffen und damit sozusagen auch die verschiedenen Maßnahmen, die Ermittlungsmaßnahmen und so weiter irgendwie zu bündeln, also ein bisschen zu analysieren und daraus sozusagen ein gebündeltes Unternehmen zu machen. Wir werden am Donnerstag und Freitag diese Woche den Bericht vorstellen, der Presse am Donnerstag in Berlin, am Freitag in Dresden. Das heißt, ich bin am Freitag auch wieder hier. Ich komme gleich zu unseren zwei... Genau, ich will zwei Schlussfolgerungen oder zwei Hauptthemen werde ich auch nochmal gleich sagen.
Wollte nur sagen, dass der Bericht jetzt sozusagen auch vorgestellt wird und dass der auf Initiative sozusagen der in dem Prozess verwickelten Akteure und Akteurinnen zustande gekommen ist. Bezogen auf das Versammlungsrecht oder die Freiheit, sich zu versammeln, öffentlich, frei, an Orten, die man auch selber wählen kann, müssen wir leider feststellen, aus all unseren Untersuchungen, da können wir nachher im Detail vielleicht auch nochmal drüber reden, dass das Recht auf Versammlungsfreiheit ausgehebelt worden ist, mit Füßen getreten wurde und im Grunde genommen, es gab es nicht. Und das hat, jetzt will ich nur zwei kurze Sachen sagen, das hat mit dem Trennungsgebot zu tun. Das war das Erste, dass durch das Trennungsgebot die Antifaschisten, Antifaschistinnen alle auf die Neustädter Seite, also die Nordseite, der Norden ist das, glaube ich, von Dresden, die Nazis, Kameradschaften und so weiter auf die andere Seite der Elbe. Durch das Trennungsgebot wurden sozusagen Versammlungen geordnet, verboten, weggeschoben, woanders hin. Also es gab sozusagen, das kann man erstens sagen, es gab ein innerstädtisches Versammlungsverbot sozusagen, es gab kein Recht auf Versammlung. Zweitens durch die Konstruktion von antifaschistischem Protest als Störung, also die antifaschistischen Protestierenden wurden als Störer und Störerinnen darin konstruiert, haben sich viele andere Ermittlungen, Strafermittlungen abgeleitet, die wiederum andere Grundrechtseingriffe sozusagen ermöglicht haben, legitimiert haben. Das sind dann Ermittlungen, können wir nachher noch genauer, kommen nach dem Paragraphen 129, kriminelle Vereinigung, nach dem 125, schwerer Landfriedensbruch und Paragraph 21, das ist Störung einer Versammlung oder, Störung einer Versammlung. Das heißt also nochmal zwei Sachen, durch das Trennungsgebot primär, also das ist jetzt ein bisschen zugespitzt, aber das Trennungsgebot hat quasi das Recht auf Versammlungsfreiheit ausgehebelt. Die Konstruktion von Störern und Störerinnen hat andere Grundrechtseingriffe, auf die dann ja auch Anne nachher zum Beispiel in der Funkzellenabfrage noch eingehen wird, damit legitimiert und ermöglicht. Der dritte oder der zweite sozusagen Hauptpunkt unseres Berichts ist aber auch zu sagen, wie ich vorhin, deswegen habe ich das vom G8, die Demo-Beobachtung nochmal zitiert, man schützt am besten Grund- und Menschenrechte dadurch, dass man sie praktiziert. Das muss man für Dresden auch sagen. Es gab sozusagen nicht nur eine Durchsetzung eines antifaschistischen, einer Blockade sozusagen von Nazis, sondern es ist auch durch verschiedene kreative Aktionen, durch das massenhafte Auftreten von Menschen, auch in den Räumen, wo Versammlungen nicht vorgesehen waren, ist quasi mit diesen Mitteln auch das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit dadurch geschützt worden, dass man es ausgeübt hat und Versammlungen durchgesetzt hat. Okay, das heißt, Sie sagen eigentlich, ne, der Applaus sei gegönnt. Ja. Ich versuche nochmal für mich als Doofen zusammenzufassen, die zwei Hauptpunkte. Sie sagen eigentlich, wir müssen uns gar nicht auf das Widerstandsrecht berufen, was wir aus der Verfassung herleiten, sondern wir müssen einfach dafür sorgen, dass unser Grundrecht auf Demonstrationsfreiheit geschützt bleibt, und wenn es das nicht wird, dann nehmen wir es uns, übersetzt. So habe ich Sie verstanden. Wir reden darüber gleich noch genauer. Ich möchte ganz gerne Anne Roth mal fragen. Sie haben das Ganze ja eher von außerhalb betrachtet, wie ich tendenziell eher auch. Also Sie wohnen in Berlin, haben sich das angeguckt, ich weiß gar nicht, ob Sie überhaupt bei den Demonstrationen hier waren, und haben aber auch zu kritischen Urteilen gefunden, ich überspitze das jetzt fatalistisch, ohne Ihnen das in den Mund zu legen, hier in Sachsen geht demnächst die Demokratie zu Ende, wenn sie nicht schon zu Ende gegangen ist. Was führt Sie denn dazu, sozusagen so harte Urteile zu fällen? Na, ich würde sagen, dass in Sachsen auf jeden Fall halbwegs positiv formuliert, extrem kreativ mit der Vorstellung von Demokratie und Rechtsstaat umgegangen wird von Seiten jetzt der sächsischen Regierung und Polizei. Und das ist im letzten Jahr nach den Demonstrationen im Februar besonders deutlich geworden. Ich beschäftige mich viel mit Fragen eben von Kriminalisierung, von Aktivismus, aber auch Überwachung. Das Thema Funkzellenabfrage und Auswertung hat ja über Monate die Presse beschäftigt, viel Aufsehen erregt. Was mich dabei immer wieder frappiert hat, war sozusagen diese offenbar völlig unterschiedliche Wahrnehmung innerhalb Sachsens, wo immer wieder das als quasi völlig normale Maßnahme und notwendig, um Gewalttäter
ermitteln und bestrafen zu können, dargestellt wurde, während gewissermaßen der Rest der Republik entgeistert davor stand und sich gefragt hat, was machen die da eigentlich, was geschieht hier eigentlich. Dabei fand ich besonders bemerkenswert diese Salamitaktik, wie dann Informationen freigegeben wurden, also dass die Funkzellenauswertung überhaupt angewendet wurde, war ja nicht bekannt. Das ist mehr oder weniger zufällig durch eine Akteneinsicht eines Betroffenen bekannt geworden. Das Ausmaß ist dann so nach und nach zugegeben worden. Schließlich hat der Datenschutzbeauftragte einen ausführlichen Bericht darüber geschrieben und der wurde dann gewissermaßen auch noch öffentlich angegriffen als jemand, der die sächsische Regierung diffamiert. Es wurde ein Gegengutachten beauftragt und der Datenschutzbeauftragte ist ja jetzt nicht irgendein irgendwas, sondern eben eine Behörde selbst und damit völlig befugt und berechtigt, solche kritischen Anmerkungen zu machen. Und um auf den Punkt Funkzellenauswertung jetzt exemplarisch zu kommen, ist es einerseits das Ausmaß, also das Maß an Daten über 1 Million Verkehrsverbindungen. Also Verkehrsverbindungen sind die Daten, die nur die Kommunikation, also die geführten Gespräche angehen. Und dann gibt es auch noch Bestandsdaten. Das sind dann die Daten, wenn zugeordnet wird, zu welchen Telefonen und welchen Telefonbesitzern diese Daten gehören. Das waren dann deutlich weniger, das Ganze in 2 verschiedenen Verfahren. Und die Kritik, die an der Art und Weise, wie die Funkzellenauswertung hier in Sachsen angewendet wurde, wichtig ist und auch immer wieder geäußert wurde vom Datenschutzbeauftragten, ist, dass da 2 ganz wesentliche Elemente außer Acht gelassen wurden. Das eine ist, dass Funkzellenauswertung, die ein Ermittlungsinstrument ist, was nicht zum ersten Mal hier in Sachsen eingesetzt wurde. Das ist, glaube ich, in der Öffentlichkeit auch was so in der Form nicht so wahrgenommen wird. Also das Entsetzen war ja da darüber, dass das überhaupt angewendet wird. Ich glaube, vielen Leuten ist nicht klar, dass das auch vorher schon und auch anderswo so eingesetzt wird. Aber die Art und Weise, wie das hier benutzt wurde, nämlich während einer Demonstration und damit ganz viele Leute mit betroffen waren, um die es gar nicht ging, also Unbeteiligte. Das Problem dabei ist, dass, und das ist ganz klar in verschiedensten Entscheiden und auch gesetzlich so festgelegt in der Strafprozessordnung, dass die Funkzellenauswertung, das ist ja eben auch schon gesagt worden, nur ganz ausgewählt eingesetzt werden darf, nur dann, wenn nicht zu viele Unbeteiligte betroffen sind. Das ist ganz klar geregelt und das ist hier in Sachsen völlig missachtet worden. Das ist der eine Punkt und auch nur dann, wenn das, was da ermittelt werden soll, nicht anders festgestellt werden kann. Und das finde ich auch sehr offensichtlich ganz bizarr, denn es ging darum, Leute zu überwachen in dem Fall, in einer Situation, wo ja tausende Polizisten vor Ort waren. Da ging es um einerseits die Bildung einer kriminellen Vereinigung, also nach § 129 wurde ermittelt und auf der anderen Seite gibt es eine andere Ermittlung, wo es darum geht, eben Gewalttäter während der Demonstration festzustellen. Den Aspekt, inwieweit jetzt also Blockaden an sich legitim oder legal sind, der ja auch ganz eigenwillig ausgelegt wird hier in Sachsen, wo also ganz eindeutig in Sachsen die Meinung vorherrscht, dass man nicht blockieren dürfe, während im Rest der Republik das, glaube ich, als strittig wahrgenommen wird. Aber das lasse ich jetzt mal außen vor. Also das sollte auch mit ermittelt werden. Und es hat mir bisher noch niemand erklären können, warum die ganze Polizei auf der Straße nicht in der Lage war, hier Ermittlungen zu führen, ohne dabei Funkzellen auszuwerten. Also das sind die beiden Punkte, die auch der Datenschutzbeauftragte moniert hat. Und die in dem Fall wirklich ganz besonders speziell sind. Das geht ja im Moment gerade der Fall Berlin durch die Presse, wo auch wieder große Aufregung, 4 Millionen Verkehrsdaten, die in Berlin festgestellt wurden. Aber Berlin ist, so kritisch ich dieser ganzen Sache gegenüberstehe, ein ganz anderer Fall. Da geht es nicht um Versammlungen, da geht es nicht um eine entsprechend große Menge von Menschen, die damit überwacht wurden. Das soll das nicht schmälern, aber das ist sozusagen wirklich was anderes. Es wird, glaube ich, in der nächsten Zeit noch rauskommen, zur großen Verblüffung der Öffentlichkeit, dass das häufig eingesetzt wird und dass man das aber sozusagen ein bisschen differenzieren muss und dass Sachsen insofern sehr speziell ist, weil so viele Unbeteiligte mit betroffen waren. Ich danke Ihnen erstmal soweit. Jetzt will ich aber mal vermeiden, dass wir sozusagen uns alle zu einig sind. Ja, also wir sind uns jetzt einig darüber bislang, dass anscheinend hier ganz spezifische sächsische Verhältnisse herrschen. Herr Ramelow, Sie sind Spitzenpolitiker, Sie darf ich ein bisschen schärfer fragen. Sie sind ja hier, ich hatte das schon so ein bisschen spöttisch angedeutet, schon auch als Delinquent sozusagen aktenkundig geworden. Wie viele Verfahren haben Sie gerade am Laufen?
Ich müsste überschlägig schätzen, ich glaube 10 bis 15. Das ist jetzt, aber da das sind jetzt einige jetzt Dresdner Dresden mit dabei. Nein, das meiste dreht sich ja um den Verfassungsschutz und um die Offenlegung meiner Verfassungsschutzakten. Also da gibt es einfach eine ganze Reihe von prozessualen Notwendigkeiten, Nebenverfahren zu führen, weil ich kämpfe ja gegen eine geschwärzte Akte und ich möchte ja nun gerne wissen, was da geschwärzt worden ist. Und ich grüße von hier aus die Kölner Mitarbeiter, die sich seit 30 Jahren nun vorbildlich um mich kümmern. Wir wollen, auch wenn das ein natürlich anderer interessanter und gerade sehr aktueller Aspekt ist, die Frage Verfassungsschutz und Linkspartei, das vielleicht heute mal außen vor lassen, aber uns mal um die Frage Dresden kümmern. Da gibt es den konkreten Fall, dass Ihre Immunität aufgehoben wurde. Gegen Sie liegt ein Strafantrag oder Verfahren oder wie das heißt vor, ein Strafbefehl, weil Sie im Jahr 2010 war das, glaube ich, die Demonstration blockiert haben sollen, mit einer öffentlichen Fraktion. Und jetzt frage ich mal, man ist sich eigentlich einig, Dresden nazifrei blockiert, Dresden nazifrei geht über Grenzen, Dresden nazifrei hält sich nicht an die hier vorhandene sozusagen Rechtsauslegung, was mit dem was im Rahmen des Demonstrationsrechts gedeckt ist, und man geht bewusst eine Grenze weiter. Hat man anschließend das Recht, darüber zu jammern, dass man dann auch mit den Konsequenzen zu leben hat, die daraus folgen? Also mich haben Sie noch nicht jammern gehört, sondern diesen Kampf führe ich mit erhobenem Haupt und wundere mich über die Schriftsätze des Gerichtes und der Staatsanwaltschaft und vor allen Dingen der zuständigen Polizei in Sachsen, die heißt Polizei für Kriegsverbrechen, also die Abteilung, die meinen Fall bearbeitet. Stimmt das? Ist das stimmt, ja, es ist kein Scherz. Also die hat noch ein paar andere Titel, aber den mit den Kriegsverbrechen konnte ich mir merken. Ist die in den 30er Jahren? Ja, also ich weiß nicht, ob ich vielleicht eine Majestätsbeleidigung in Sachsen begangen habe, vielleicht den großen König oder Kurfürst oder sonst wem beleidigt habe, aber ich meine, ich bin einfach 2010 zu einer Solidaritätsaktion hier gewesen und ich finde, es war notwendig, dass wir 2010 zur Solidaritätsaktion hergekommen sind, und wenn es daraus Konsequenzen gibt, muss ich die auch tragen, das ist nicht mein Problem. Ich bin auch ganz sozusagen auch gewillt, die Diskussion zu führen, ob es überhaupt richtig ist, dass wir immer sozusagen an Orte fahren, wo die Nazis aufmarschieren und meinen, als Anreisende aus Thüringen oder sonst wo sozusagen da Paroli zu bieten. Also ich habe da eine differenzierte Auffassung, weil ich denke, und mein Traum ist einfach, dass in Dresden wirklich an diesem Tag 10.000 Bürger selber auf die Straße gehen und dann gar kein Platz mehr für die Nazis ist. Das wäre der schönste Tag meines Lebens. Und wenn wir in Erfurt unsers machen und die Dresdner ihrs und jeder an seinem Platz, wäre das wirklich für mich der Traum, von dem ich immer noch geprägt bin. Trotzdem ist es so, wenn eben unsere Nazis hier auch anreisen, und 2010 bleibt in Erinnerung 2009, und 2009 war ich nicht hier. Und 2009 sind die abreisenden Demonstranten in Thüringen fast totgeschlagen worden und die Polizei hat nichts gemacht. Und sie hat die Teufelstal-Raststätte unbeobachtet gelassen. Und das war ein Skandal, weil bei jedem Fußballspiel sind unsere Autobahnen mit Polizei abgesichert und nach Dresden war auf einmal überhaupt kein Streifenwagen da. Man hat den hessischen Kollegen, der hier war, fast totgeschlagen und die Polizei hat die Nazis nicht dingfest gemacht. Und das empfand ich als unglaublichen Skandal, und zwar als Thüringer Skandal. Und deswegen haben wir in Thüringen gesagt, also das lassen wir nicht zu und wir lassen auch Dresden nicht alleine. Für mich ist immer die Voraussetzung, aber vor Ort muss selber ein großes Bündnis existieren. Und wenn die sagen, es wäre schön, wenn ihr kommt, dann sehe ich das als meine Pflicht an. Und wir haben als Landtagsfraktion Sachsen, Thüringen und Hessen gemeinsam eine öffentliche Fraktionssitzung unter freiem Himmel abgehalten. Und wegen der sind alle vier Fraktionsvorsitzenden jetzt mit einem Strafbefehl belegt worden. In meiner Akte steht drin, handschriftlich am 5. Dezember 2011 von dem zuständigen Amtsrichter in Dresden noch dazu geschrieben, er ist ein Wiederholungstäter, die 20 Tagessätze seien viel zu niedrig und die Abschreckung dieser Geldstrafe sei nicht gegeben und deswegen müsste die Geldstrafe für mich noch drastisch höher sein. Und da sage ich, das stimmt, in der Frage bin ich Wiederholungstäter und werde ich Wiederholungstäter sein, weil wenn brauner Ungeist marschiert
muss die demokratische Gesellschaft gemeinsam auf der Straße stehen und sagen, hier ist kein Platz für braunen Ungeist. Vielen Dank dafür. Ich habe noch mal eine Rückfrage, die ich auch gerne an Sie richten würde. Und zwar ist es, glaube ich, keine einfache Frage. In der Überschrift zu unserem Panel steht die Pflicht zum Ungehorsam. Protest zwischen legitimer Aktion und illegitimer Repression. Und wenn ich das mal ein bisschen überspitze, dann gibt es in dieser Fragestellung gar keinen Widerspruch. Es gibt also nur die legitime Aktion und es gibt nur die illegitime Repression. Und ich frage jetzt mal ist es nicht ein bisschen wohlfeil und müssen wir nicht auch differenzieren oder uns zumindest fragen, bis wohin geht sozusagen die legitime Repression gegen das, was viele hier einen Regelübertritt nennen und wo beginnt aus Ihrer Perspektive die illegitime Repression? Also die illegitime Repression haben wir gerade von Corinna Genschel beschrieben bekommen. Also wenn alle technischen Möglichkeiten angewendet werden gegen eine große Masse von Bevölkerung, die gar nichts mit dem Geschehen selber zu tun hat, ist das für mich die Überschreitung der rechtsstaatlichen Maßstäbe. Aber ich will noch eine andere Facette noch mal deutlich machen, weil ich berufe mich gar nicht aufs Widerstandsrecht. Andreas Fisan hat es ja juristisch erläutert, aber ich berufe mich gar nicht darauf, sondern ich war hier, weil ich demonstrieren wollte und die Polizei hat mich auch gebeten, einen bestimmten Weg entlang zu gehen und irgendwann hat die Polizei gesagt, ich soll stehen bleiben. Und da bin ich stehen geblieben bis zum Abend und nie aufgefordert worden, wegzugehen. Wenn ich dafür jetzt einen Strafbefehl über 3.400 Euro kriege, dann habe ich das Gefühl, hier spinnen ein paar Leute. Hier sind ein paar Leute verrückt geworden. Also entweder hat man mich aufgefordert zu gehen, also das sage ich jetzt nicht, um sozusagen das zu rechtfertigen, sondern ich sage einfach, ich bin hier gewesen und ich wusste, wenn ich an eine andere Stelle gehe, wie Corinna Genschel es erwähnt hat, also dass wir eine kreative Aktion gemacht hätten, ich neige auch dazu, mal aufzustehen und mich wieder zu setzen und auch sitzen zu bleiben. Und dann weiß ich, und da haben Sie recht, ich muss die Konsequenz aus meinem Rumsitzen tragen. Aber das sage ich auch als Gewerkschaftssekretär, der 20 Jahre Streiks organisiert hat. Das Bestreiken eines Betriebes ist aus der jeweiligen Sicht ein Eingriff in Freiheitsrechte, nämlich zum Beispiel der Streikbrecher, die gerne Streik brechen möchten. Und wir als Streikende waren nicht gewillt, die Streikbrecher da reinzulassen. Das hat auch dazu geführt, dass ab und zu die Polizei gekommen ist. Und ab und zu habe ich dafür auch Verfahren bei Arbeitsgerichten erleben müssen, weil ich die Verantwortung als Streikleiter hatte. Aber ich hatte auch ein Ziel, nämlich einen solidarischen Streik durchzusetzen, so dass die Tarifverhandlungen zu einem Ergebnis führen. Und dass der Besitzer dieses Betriebes nicht darüber erfreut war, dass wir seine Angestellten daran gehindert haben, reinzugehen, das kann ich zwar nachvollziehen, aber ich sage, meine Aufgabe bestand darin, Tarifverhandlungen zu führen und ein Mittel einzusetzen, das kollektive Arbeitsverweigerung heißt, in der Zeit so lange Tarifverhandlungen führen. Und bei Streikauseinandersetzungen habe ich eben auch erlebt, Knorrbremse habe ich zum Beispiel noch gut in Erinnerung, als man mit Hubschraubern die Streikbrecher reingeflogen hat. Das war für mich eins der schlimmsten Dinge in den letzten 30 Jahren, die ich erlebt habe. Das war der Streik bei der Magdeburger Volksstimme und bei Knorrbremse. Das waren zwei ostdeutsche Streiks, wo wirklich mit den übelsten Methoden Streiks zerstört wurden. Und da ist die Frage, an welcher Stelle man dann zivilen Ungehorsam einsetzen kann. Und das Rumsitzen auf einer Kreuzung ist ziviler Ungehorsam. Das ist seit Mutlangen geklärt. Da gibt es eine höchstrichterliche Rechtsprechung und an die halte ich mich. Ich weiß, es ist eine Ordnungswidrigkeit, aber die sächsische Justiz hat bis heute noch nicht begriffen, dass es keine Straftat ist. Und auf diese Unterscheidung, glaube ich, muss ich als Demokrat schon Wert legen und als Anhänger des Rechtsstaates, dass ich so lange kämpfe, bis auch der sächsische Teil des Rechtsstaates begreift, dass es hier nicht um Rechts geht, sondern um Recht. Und ich will das Recht haben, das Urteil von Mutlangen auch in diesem Fall von Dresden angewendet zu sehen. Wenn wir kollektiv rumsitzen, dann sitzen wir. Dann ist das Widersetzen. Herzlichen Dank. Ja, gerne. Jetzt ist die Idee dieses Panels schon auch ein bisschen gewesen und ich glaube auch die Idee dieser Konferenz, dass man mit diesen Debatten sich in Dresden wiederfindet und auch in Dresden verortet. Denn die Dresdner Diskussion spiegelt ja, da würde ich Anne Roth von meiner Beobachtung her recht geben, nicht notwendigerweise diese Perspektiven wieder, die hier gerade genannt worden sind. Sie haben es jetzt, Herr Schneider, mit einigen Zugereisten zu tun und wenn ich jetzt mal überspitzt zusammenfasse, was bislang gesagt worden ist, dann ist das eine ziemlich harsche
Kritik an den staatlichen Institutionen hier und auch das Wort, da spinnen einige, ist gefallen. Man hört auch öfter mal sozusagen die Sachsen spinnen und das hat schon stark damit zu tun, das sagen Sie nicht, das habe ich, glaube ich, mal geschrieben. Sozusagen, es gibt ja schon merkbar einen Unterschied einer Debatte, wie sie hier in Dresden auch seitens der sächsischen Medien geführt wird und der Medien, wie sie sozusagen von außen darauf betrachten. Und sind Sie extra eingeladen, uns mal zu erklären, wie Sie das empfinden? Also können Sie dem zustimmen, was jetzt hier die Vorgesagten genannt haben, und schütteln Sie da auch den Kopf? Und ich vermute schon, Sie schütteln ihn nicht so stark. Zumindest ist das der Kommentarlage zu entnehmen, als ich Ihre Texte gelesen habe. Und vielleicht, wenn ich mir diese eine Anmerkung noch erlauben darf, ich habe heute Morgen ein bisschen nach Ihrem Namen gegoogelt und ich habe, da ist nachvollziehbar, dass Herr Schneider in einigen Antifa-Blogs auch sehr stark persönlich angegangen wird für seine Haltung, die er in Kommentaren vertreten hat. Und also ich fände, es ist eine große Geste, auch hier mit einem Applaus zu würdigen, dass Herr Schneider sich dieser Auseinandersetzung auch stellt und hier ist, um mit uns darüber zu reden, denn das führt, glaube ich, zu was. Ja, danke. Also ich möchte vielleicht vorneweg auch nochmal schicken, den Rechtsstaat sehe ich eigentlich nicht in Gefahr, weil dieses ganze Verfahren eigentlich doch zeigt, dass die Institutionen, die wir haben, ja auch handeln. Also diese Funkzellenabfrage ist keine heimliche Polizeiaktion gewesen, sondern die ist ganz normal in die Ermittlungsakten gekommen und dort ist er auch bekannt geworden. Und dann gab es den Mechanismus, entweder direkt über die Medien oder unmittelbar an Politiker, die dann im Landtag angefangen haben, die Affäre aufzuarbeiten. Also was das angeht, denke ich, ist das erstmal alles rechtsstaatlich sauber. Immer, also natürlich gehört Kontrolle dazu. Das gilt für die Medien, das gilt für Politiker und jeweils auch immer, ja, sowohl als Kontrollierende als auch zu Kontrollierenden. Zu Mutlang eine kleine Sache, die ich noch sagen möchte, das ist jedenfalls hier in der Debatte gewesen, schon vor dem 19. Februar letzten Jahres. Da war die Auseinandersetzung die, dass Bürger demonstriert haben gegen staatliches Handeln. Und hier in Dresden demonstrieren zwei verschiedene Gruppen. Und es geht dann bei den Gerichten darum, abzuwägen, wer darf was. Und da gab es auch eine deutliche Entscheidung vom Verwaltungsgericht, die den Nazis also zugebilligt hat, dass sie da demonstrieren können und die Polizei in die Lage versetzt haben, dafür zu sorgen, dass die Nazis demonstrieren können, dass sie ihre Versammlungsfreiheit und ihr Grundrecht wahrnehmen können. Das ist der Unterschied. In Dresden, die Wahrnehmung, ja, die ist erstmal die, dass wir hier mitgekriegt haben, was in dieser Stadt alles passiert ist. Das ist mir heute noch ein bisschen zu kurz gekommen, dass den ganzen Tag über an sehr vielen Orten also Demonstranten versucht haben, die Sperren zu durchbrechen und dass es dabei nicht immer friedlich zugegangen ist. Also es war zum Teil extrem gewalttätig. Ich habe das selber auch aus der Nähe beobachtet oder gesehen, nicht an allen Orten, aber wir jetzt von der Sächsischen Zeitung sind an einigen Orten gewesen und haben einiges zusammengetragen. Aber gut, ne? Ja, bisschen Freud muss sein. Und wir haben dann am nächsten Morgen haben wir uns zusammengesetzt und haben überlegt, was haben wir denn eigentlich gesehen, wie ist der Tag gewesen? Und da waren dann tatsächlich Kollegen dabei, die waren auf der anderen Seite des Bahndamms gewesen, also von hier aus gesehen jenseits des Hauptbahnhofs. Da war alles friedlich, die haben uns entgeistert angehört, was wir so gesagt haben und die wollten uns einfach nicht glauben. Und zu dem Zeitpunkt hatten die Kollegen also Medien selber konsumiert, also nicht viele Berichte gesehen dessen, was passiert ist, weil zu dem Zeitpunkt, wo die Fernsehbilder flimmerten, sind die noch draußen gewesen. Und wir hatten also einen relativ frischen Stand und dann waren wir über uns gegenseitig wirklich überrascht, wie die Wahrnehmung gewesen ist. Und das, glaube ich, zeigt auch die Konfliktlinie, die wir hier haben jetzt mit der ganzen Debatte, dass vieles davon getragen ist, wie man selber dazu steht.
zu Widerstand gegen Rechtsextremismus, zu Demonstrationsrechten, zu staatlichem Handeln, zu sächsischer Demokratie. Es gab eine schöne Szene in einem Prozess gegen einen Blockierer oder einen mutmaßlichen Blockierer, der ist noch nicht rechtskräftig verurteilt, aber das ist der einzige, der bis jetzt schuldig gesprochen worden ist am Amtsgericht Dresden, ein 22-jähriger Student, der sich zu den ganzen Vorwürfen überhaupt nicht geäußert hat. Hat eine gute Anwältin dabei gehabt und ihr Kontrahent ist der Oberstaatsanwalt gewesen, der auch hier für die ganzen Verfahren verantwortlich ist, auch für ihr, Herr Ramelow. Und die beiden, der Staatsanwalt und die Verteidigerin, die stehen beide vor dem Fernsehbild. Da war ein Bild drauf zu sehen, das sollte den Angeklagten zeigen. Ich persönlich habe den Angeklagten da nicht wiedererkannt, könnte aber auch nicht sagen, er ist es jetzt nicht gewesen. Es war wirklich eine schwierige Sache. Und man hat sich darüber gestritten, ob das Bild jetzt den Angeklagten zeigt oder nicht bei der Teilnahme an der Blockade in der Fritz-Löffler-Straße, also hier vorm Haus. Und da sagt der Oberstaatsanwalt, da braucht man keinen Gutachter. Und die Verteidigerin ganz überrascht, verdutzt, sagt, ja, so sehe ich es auch, da braucht man keinen Gutachter. Und die gucken dieses Bild an, beide haben dieselbe, sagen denselben Satz, aber haben eine völlig andere Sache im Kopf. Weil der Staatsanwalt eben überzeugt war, das Bild kann ja nur den Angeklagten zeigen und die Verteidigerin selbstverständlich der Meinung war, niemals. Was will ich damit sagen? Wenn wir auf die Blockade gucken, die es gegeben hat, hat jeder sein eigenes Bild davon im Kopf. Und wir Medien haben halt auch die Aufgabe, darüber zu schreiben und auch zu sagen, was gewesen ist. Und mir fehlt bei der ganzen Debatte um die Rechtmäßigkeit von Funkverbindungsabfragen, um Ermittlungen nach Paragraph 129, die es meiner Meinung nach gar nicht gegeben hat, jedenfalls nicht in dem Zusammenhang mit den Demonstrationen, sondern das waren Verfahren, die schon älter sind. Mir fehlt jedenfalls auch die Wahrnehmung dessen, was hier passiert ist. Also 130 verletzte Polizisten ist die Zahl, die die Polizei nennt. Die Gegendemonstranten nennen auch Zahlen von über 200 zum Teil schwer verletzten Teilnehmern, von wem auch immer, also auch von Polizisten möglicherweise, auch von anderen. Und es gab Konfrontationen unmittelbar zwischen Rechtsextremisten und Hausbewohnern zum Beispiel. Also dieser Aspekt, der fehlt mir einfach. Dann redet man über Funkzellenabfragen und Demonstrationsteilnehmer. Man hat gerade das Gefühl, das ist alles so friedlich gewesen. Es ist eben nicht so friedlich gewesen. Und das, ich glaube, das ist auch zumindest beim Großteil der Dresdner, jedenfalls an Reaktionen, die ich bekommen habe über E-Mails, über Anrufe, gerade in den Tagen danach, haben das sehr viele thematisiert. Aber das hat sich dann auch verflüchtigt dadurch, dass der Konflikt dann halt auch ins Parlament getragen worden ist, dass es jetzt wieder eine politische Diskussion ist im Sächsischen Landtag, dass die Staatsanwaltschaften praktisch permanent unter Druck sind, unter Beobachtung des Parlaments stehen und jeder einzelne Schritt, jede Durchsuchung führt dann immer gleich zu Reaktionen auf der Landtagsebene. Ja, das ich danke Ihnen erstmal, Herr Ramelow. Ich würde vielleicht mal die Frage an Sie weitergeben und zwar vielleicht in folgender Form verändert. Angenommen, es hätte die Funkzellenauswertung und die starken Einschränkungen nicht gegeben, die, was das Demonstrationsrecht begibt, die staatlicherseits waren. Würden wir heute anders über die Legitimität und das Ausmaß dessen diskutieren, was faktisch auch bezogen auf das, was Sie ansprechen, nämlich die Gewalt im letzten Jahr stattgefunden hat? Na, ich knüpfe nochmal bei Herrn Schneider an. Also ich finde und ich sage das auch so deutlich, selbstlegitimierte Gewalt einen großen Fehler bei der Inanspruchnahme des Widerstandsrechts. Also da bleibe ich auch dabei. Das werde ich auch immer wieder auf jeder Konferenz laut und deutlich sagen, dass ich Steine schmeißen und Autos anzünden wirklich keine hilfreichen Aktionen finde, um das Widerstandsrecht durchzusetzen. Aber meine Differenz und mein Dissens zu Herrn Schneider will ich auch beschreiben. 2010 gab es die Gewalt nicht.
Und 2010 werden 4 Fraktionsvorsitzende demonstrativ angeklagt von dem gleichen Oberstaatsanwalt, der offenkundig mit den gleichen Leuten der inneren Sicherheit das mit abdeckt, was in 2011 dann auch an Klima entstanden ist. Also 2010 haben wir erlebt, Beschlagnahmung von Plakaten. Auf den Plakaten war das bösartige Wort Blockade drauf. Und da sage ich, Herr Schneider, bin ich anderer Meinung. Mutlang interpretiere ich in Bezug auf den Strafrechtstatbestand. Ich rede nicht, wer gegen wen. Deswegen habe ich ausdrücklich nicht das Widerstandsrecht von Herrn Fisan aufgegriffen. Ich argumentiere von meinem Recht, Widerstand im Sinne einer Ordnungswidrigkeit zu begehen, indem ich rumsitze. Das stand auf dem Plakat 2010 und dazu stehe ich. Dieses Plakat wurde auf einmal mit Hausdurchsuchungen, mit Beschlagnahme und anderen Sachen zum Gegenstand der Gewalt. Und da fängt es an, wo ich glaube, wo in Sachsen eine Spirale der Gewalt in Gang gesetzt worden ist. Ich bleibe dabei, ja, bevor ihr zu früh klatscht, ich bleibe dabei, aussteigende Demonstranten, egal wo sie herkamen, die ja aussteigen, als allererstes sich mit der Polizei anlegen, finde ich auch nicht hilfreich. Hat es im Jahr 2011 auch gegeben. Insoweit muss man den Teil von Gewalt und Eskalation und Deeskalation sehen. Aber wo ich wieder anderer Meinung bin, das ist der 129, der geht ja gegen meine Kollegin Katharina König. Unter Umgehung ihres Immunitätsrechts wird gegen ihren Vater das 129er Verfahren eröffnet und anschließend erleben wir bei Einsichtnahme in die Akten, also der Ermittlungsakten, dass es eigentlich um die Tochter geht. Da wird das Immunitätsrecht einer Thüringer Landtagsabgeordneten verletzt. Und da sage ich mal, wer eine solche Logik drauf hat, also wer 2010 gegen 4 Fraktionsvorsitzende vorgeht, demonstrativ und schreibt auch, was machen wir? Alle anderen sind eingestellt worden. Alle, die mit uns zusammen dort waren und die alle Ermittlungsverfahren hatten, also Kollegen von mir, Landesvorsitzende und. Alle eingestellt worden. Bei Knut Korschewski, dem Landesvorsitzenden von Thüringen, steht im Einstellungsbeschluss drin, er hätte einen moralisch höher stehenden Anspruch für sich geltend gemacht. Für mich als seinen Fraktionsvorsitzenden gilt offenkundig der moralisch höhere Anspruch nicht. Und das finde ich Irrsinn. Das finde ich sächsischen Irrsinn. Das ist der Teil, bei dem ich sage, da ist eine Verdrehung dessen, was an Widerstandsmöglichkeiten oder an Demonstrationsrechten oder an Ordnungswidrigkeiten da ist. Und in der Tat mit der Funkzellenabfrage, wir hatten in Thüringen eine Funkzellenabfrage, von der wir Kenntnis hatten. Da ging es um eine Attentatsandrohung gegen eine Schule in Erfurt nach dem Massaker Gutenberg-Gymnasium. Diese Funkzellenabfrage haben wir sogar mitgetragen. Sie wurde aber abgebrochen, also weil es ging um eine neue Traumatisierung, Massentraumatisierung von Schülern. Deswegen haben wir in diesem Moment gesagt, wir akzeptieren das, wenn damit das Geschehen schneller beendet werden kann. Die ganze Funkzellenabfrage wurde aber blitzartig abgebrochen, als sie gemerkt haben, dass das Amtsgericht, das Landgericht und die Staatsanwaltschaft von Erfurt mit in der Funkzelle drin ist. Damit war das Thema erledigt und dann war die Traumatisierung offenkundig nicht mehr so wichtig. Deswegen habe ich da immer meine Zweifel, wann, was, wie angewendet wird. Trotzdem bleibt es dabei, wenn die Nazis Dresden zum zentralen Aufmarschort machen, so wie Jena es auch schon vorher war und wie es Gera mit dem Fest der Völker werden soll oder schon geworden ist, dann bleibt die Frage, ob man sich mit einem solchen Gedanken gut schweigend auseinandersetzt oder ob man glaubt, dass die einfach irgendwann wieder gehen. Und das Ganze, ich habe ja gesagt, in meinem Verfahren am 5. Dezember 2011 wird noch dazu geschrieben, er ist Vorsatztäter, das schreibt er, zu einem Zeitpunkt, als die NSU-Terrormorde alle schon bekannt sind. Und als klar ist, in welchem Umfeld diese NSU agiert hat, auch emotional und personifiziert existiert hat. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, da sage ich jetzt mal aus Thüringer Sicht, man hat das Gefühl, als wenn Sachsen gar nicht zu dem Bereich unseres Rechtsstaates gehört, wenn es um internationale Haftbefehle gibt, als wenn es diese Bönhard, Mundlos und Zschäpe und all die Konsorten, die freien Kameraden aus Sachsen, aus Thüringen und aus Franken, die drei muss man nämlich zusammen nennen, wenn man sich diesen Teil anguckt. Und wenn man die hier auf dem Bahnhof, und ich habe die ja 2010 mehrfach, also weil ich immer mit der Polizei hin und her gegangen bin, ich habe die ja mehrfach alle sehen dürfen, diese Typen,
wenn sie schwarz uniformiert hier aufmarschieren und wenn dann die Bevölkerung in eine Situation gebracht wird, als wenn man ihnen sagt, bleibt weg, lasst die doch marschieren, es wird schon alles nicht so schlimm sein, dann ändert sich meines Erachtens die Perspektive, zumindest nachdem man weiß, dass es 9 rassistische Morde in Deutschland gegeben hat und eine Polizistin hingerichtet worden ist. Wenn man dann so weitermacht, als wäre nichts gewesen, dann finde ich das eine geistige Mittäterschaft. Vielen Dank. Ich habe in Vorbereitung dieser Veranstaltung auch nicht gegoogelt, aber ein bisschen Zeitung gelesen, sächsische Zeitung auch. Und da sind mir 2 Sachen aufgefallen. Die Dresdner Neuesten Nachrichten hatten, ich weiß nicht, ob gestern oder vorgestern, eine Meldung, wo der neue, dann jetzt seit letztem Sommer Dresdner Polizeipräsident sich äußert zu den bevorstehenden Demonstrationen hier gegen den Nazi-Aufmarsch und damit einleitet zu sagen, dass 4.500 Polizeibeamte erwartet werden und dass er definitiv keinerlei Gewalttätigkeiten zulassen wird. Und was ich daran bemerkenswert finde, ist, dass er mit keinem Wort auch nur Bedauern darüber ausdrückt, dass hier Nazis aufmarschieren. Das muss er nicht, aber das finde ich zumindest bemerkenswert, denn ich denke, eine Polizei könnte ja auch oder ein Polizeipräsident eine Haltung dazu haben, dass Nazis hier in der Stadt marschieren wollen, dass das der größte Nazi-Aufmarsch ist, dass der wieder hier stattfinden soll. Und ich denke, dass das Verhalten der Polizei, das ist ja auch nicht überraschend, viel damit zu tun hat, wie dann Versammlungen ablaufen, die einen wie die anderen. Das hat man ja auch schon anders erlebt bei Nazi-Aufmärschen, dass die Polizei, wie viel Raum die Gegendemonstrationen gibt und wie dann entsprechend, sagen wir mal, das Verhältnis zwischen Polizei und Gegendemonstrantinnen so aussieht. Sie haben gesagt, es kommt viel zu wenig vor, dass es ja hier zu massiven Gewalttätigkeiten gekommen ist, dass es Gewalt gegen die Polizei gegeben hat. Wie gesagt, ich war hier nicht, das ist schon angesprochen worden. Als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, dachte ich, okay, ich versuche mir ein Bild davon zu machen, was hier stattgefunden hat. Das ist natürlich schwer, wenn man nicht dabei war. Immer wieder wird damit begründet, es hat diese massiven Gewaltausschreitungen gegen die Polizei gegeben, die 110 verletzten Beamten. Daraufhin habe ich mir mal die Statistiken angeschaut, wie das tatsächlich ausgesehen hat. Das ist dann ja abgefragt worden in kleinen Anfragen im Landtag. Von diesen 110 verletzten Beamten sind hinterher 11 dienstunfähig geschrieben worden. Damit will ich das nicht bewerten, was da stattgefunden hat. Ich finde es aber interessant zu wissen, wenn man sagt, 110 verletzte Beamte ist eine Zahl, 11 dienstunfähig ist eine ganz andere Zahl, die ein bisschen was darüber aussagt, was hier stattgefunden hat. Und ich lasse das mal so im Raum stehen, was ich auch noch dazu sagen wollte. Ein anderer Artikel, der mir aufgefallen ist, es geht ja eben immer um, wenn wir darüber reden, wird es begründet mit Gewalt gegen die Polizei. Aber viel von den Sachen, die kritisiert werden an dem, was hier in Sachsen stattfindet, hat ja gar nicht unbedingt damit zu tun. Es gibt da eben diese eben schon ausführlich beschriebenen Vereinigungsverfahren, also die Paragraph 129, erst 1, das sind dann später 2 Verfahren geworden. Der andere Artikel, den ich gefunden habe, ist gestern in Ihrer Zeitung erschienen, Sächsische Zeitung, berichtet von einem alten Herrn, der schon das zerbombte Dresden erlebt hat, der zu alt ist, um mit demonstrieren zu gehen und der deswegen sich gefragt hat, er will keine Nazis auf der Straße haben, was kann er dagegen tun? Ich denke, Sie kennen den Artikel. Der hat dann am Telefon gesessen im Haus der Begegnung und ist dort selbst, Zitat, zu einem Kriminellen gemacht worden. Ist also, weil alle, die dort im Haus der Begegnung saßen, hinterher zu Mitglieder dieser angenommenen kriminellen Vereinigung gemacht wurden, ist auch der mit einem Paragraph 129-Verfahren überzogen worden. Habe ich so gelesen. Steht in Ihrer Zeitung. und das, denke ich, sind Vorfälle, die natürlich Fragen aufwerfen, die sagen, hier wird in einer überzogenen Art und Weise gegen Linke oder angenommene Linke vorgegangen mit diesen verschiedenen Verfahren. Das ist eben schon beschrieben worden. Die Tatsache, dass Lothar König jetzt nicht mehr nach Paragraph 129 verfolgt wird, sondern jetzt zum Redelsführer gemacht wird, unter anderem, weil er Tonsteine Scherben aus dem Lautsprecherwagen abgespielt hat, das hat was sehr Lächerliches und ist aber natürlich in der Folge sehr ernst. Der Paragraph 125, mit dem er jetzt verfolgt wird, hat eine viel höhere Strafe zu erwarten als der Paragraph 129, um den es dabei ging. Und das sind keine Scherze, das ist tatsächlich ernst gemeint, ganz offensichtlich. Und das eben im Verhältnis dazu, dass hier Nazis aufmarschieren, dass wir den nationalsozialistischen Untergrund haben, dass Zwickau in Sachsen liegt und nicht in Thüringen, wie viele fälschlicherweise meinen, die nicht hier wohnen.
dass, dass dieses Verhältnis, dass sich dann auch die sächsische Regierung lieber mit Blockadetrainings von Dresden nazifrei auseinandersetzt, als mit dem Phänomen, dass Zwickau eben in Sachsen liegt und was das eigentlich für die sächsische Justiz und ihr Versagen bedeutet, das finde ich bemerkenswert. Herr Fisan, heißt das denn, dass die sächsische Polizei am besten zu Hause bleiben soll, wenn die Neonazis demonstrieren und die anderen dagegen demonstrieren? Eher nicht. Ich will aber, also zur Klarstellung zwei Dinge, dass zum ersten zum Immunität, zu der Aufhebung von der Immunität von Bodo Ramelow. Das ist eine neue Praxis, die ich auch beobachte, wo ich auch denke, die haben überhaupt nicht begriffen, warum diese Immunitätsartikel in die Verfassungen geschrieben wurden. Das ist ja Verfassungsrecht, was auch kommt aus den Erfahrungen aus dem 19. Jahrhundert, dass damals sozialdemokratische Abgeordnete, so haben sich die Zeiten gewandelt in Klammern, verhaftet worden sind, weil sie demonstriert haben, weil sie sich versammelt haben, also Vereine gegründet haben, Gewerkschaften gegründet haben und sowas. Deshalb ist das da reingeschrieben worden. Das heißt, für politische Straftaten außerhalb des Parlaments gibt es diese Immunität. Nicht dafür, dass ich meine Oma umbringe. Das ist eben keine politische Straftat. Das heißt, diese Immunität dürfte aber überhaupt nicht aufgehoben werden, sondern allenfalls nach Ende des Abgeordnetenstatus dürfte da ein Strafverfahren eingeleitet werden. Also das ist wiederum ein, meines Erachtens, ziemlich offensichtlicher Verfassungsbruch, weil verkannt wird, warum das da eigentlich drin steht. Zweiter Punkt, 240 Nötigung. Wer geht da gegen wen? Ist das ein Unterschied Mutlang und Dresden-Nazi-Demonstration? Also Mutlang die Blockade von Pershing-Raketenlagern. Da setzen die sich auch auf die Straße. Da geht es um die Nötigung der Fahrer, der Lastwagen, auf denen die Raketen in das Lager gebracht werden soll. Freiheitsrecht der Fahrer aus Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz, allgemeine Handlungsfreiheit. Die Demonstranten nehmen die Versammlungsfreiheit in Anspruch und werden verurteilt wegen 240 Nötigung. Und das Bundesverfassungsgericht sagt, ja, die haben die natürlich gehindert, insofern haben sie die freie Entfaltung behindert, aber das war nicht verwerflich. Deshalb ist es nicht strafbar. Das ist das Entscheidende. Es war nicht verwerflich. Kein verwerflicher Grund dahinter, was das Strafgesetzbuch erfordert. Und jetzt haben wir um die umgekehrte Situation oder die Situation Dresden. Versammlungsfreiheit der Nazis, gleiche Situation, ne? Grundrecht einer anderen Partei. Und die werden möglicherweise gehindert durch jemanden, der sich auf die Straße setzt. Überhaupt kein Unterschied. Und jetzt müsste man begründen, warum das auf die Straße setzen, um Nazis am Demonstrieren zu hindern, verwerflich ist. Das finde ich ausgesprochen schwierig. Ausgesprochen schwierig. Also insofern, ich möchte noch eins hinzusetzen. So, jetzt, was ist mit der Versammlungsfreiheit der Nazis? Man muss ja ganz vorsichtig sein zu sagen, die Nazis dürfen keine Versammlungsfreiheit haben. Es gibt so, aus dem antifaschistischen Auftrag des Grundgesetzes Unterschiede bei der Beurteilung von nationalsozialistischen Propagandasymbolen im Strafgesetzbuch sind die ausgerechnet ausdrücklich verboten und anderen politischen Parteien, die möglicherweise nicht passen, so wie die Linke oder so. Da steht, die darf man natürlich die Symbole verwenden, aber man darf nicht Nazi-Symbole verbrennen. Das steht da ausdrücklich. Könnte ja mal sagen, widerspricht der Meinungsfreiheit, aber ist bis jetzt immer durchgegangen, weil gesagt wird, aus unterschiedlichen Theorien, die lasse ich jetzt mal weg. Das heißt, bei der Demonstrationsfreiheit der Nazis müsste man überlegen, will man eigentlich das verbieten und speziell, weil es Nazis sind. Die Gefahr ist dabei, das Bundesverfassungsgericht hat das noch nie mitgemacht, hat was anderes gemacht, das ist interessant, erzähle ich gleich auch noch. Die Gefahr ist, Die Gefahr ist, dass man riskiert, dass man selber auch sozusagen immer verboten wird. Was hat das Bundesverfassungsgericht gemacht bei diesen ganzen Klagen der Nazis? Die haben die immer zugelassen, haben aber gesagt unter der Auflage, ihr verwendet keine Uniform, keine Trommeln, keine Fahnen mit verfassungsfeindlichen Symbolen oder nazi-nationalsozialistischen Symbolen. Ganz wichtig, wo macht die Polizei immer ein Auge zu?
bei diesen ganzen Nazi-Aufmärschen, die alle in Uniform stattfinden. Die laufen doch alle gleich in der gleichen Kleidung da durch die Gegend. Mit Springerstiefeln, mit weißen Schnürsenkeln und diesem ganzen Quatsch, der da so durchgeht. Das sind alles Ordnungswidrigkeiten. Dann sollte die sächsische Polizei doch mal anfangen und diese ganzen Ordnungswidrigkeiten aufschreiben und verfolgen. Das wäre doch mal ein Vorschlag. Frau Genschel, wie sieht das aus? Grundrecht auf Demonstrationsfreiheit auch für Nazis? Ja, ich finde, das Plädoyer sollte hier natürlich nicht sein, dass weder die sächsische Polizei zu Hause bleibt, obwohl ich die natürlich auch gerne lieber zu Hause hätte, als auch, dass die Nazi-Versammlungen einfach verboten werden. Also einfach so, weil das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit sieht vor, dass, und das ist ein wichtiger Punkt, dass wir sich alle frei, also ihre politische Meinung frei und unbegrenzt in öffentlichen Versammlungen kundtun können und das Gesetz eben auch nicht Meinungen, die es nicht mag, verbieten könnte. Das muss man sozusagen festhalten und das gilt natürlich auch für die. Aber Andreas hat schon ein paar Momente gemacht. Natürlich gibt es justiziable, nicht öffentliche Meinungen, sondern öffentliche Darstellungen, die justiziabel sind. Aber viel wichtiger ist, glaube ich, dass das Plädoyer hier und auch von den Bündnissen in Dresden am 19.2. und das Jahr davor war, dass es eine zivilgesellschaftliche Meinungskundgabe gegen Nazis gibt. Also das Plädoyer könnte nicht sein, der Staat löst das und verbietet die Versammlung, denke ich. Das sollte nicht hier das ist auf jeden Fall nicht das Grundrecht, also vom Grundrechtekomitee das Plädoyer. Aber ein zivilgesellschaftliche Auseinandersetzung, Protest, Blockade gegen Nazi-Aufmärsche sind sehr wohl auch Meinungsäußerungen und das sollte gestützt werden. Und jetzt komme ich nochmal zu dem Versammlungsrecht und das, was ich vorhin gesagt habe, zu dem Aufheben eigentlich der Freiheit auf Versammlungsrecht in Dresden am 19.2. letztes Jahr. Es deutet alles darauf hin, also es gab verschiedene Versammlungen, die angemeldet wurden. Einschränkung des Rechts auf Versammlungsfreiheit müssen laut Grundgesetz, weil es ein Grundgesetz ist, müssen verhältnismäßig sein und sie müssen geprüft werden, und zwar individuell und konkret geprüft werden. Und es deutet alles darauf hin, dass in diesem Trennungsgebot, was aus 2010 abgeleitet wurde, sagen alles dann sozusagen, das eine ist auf der einen Seite der Elbe, das andere auf der anderen. Und das betrifft ja auch nicht nur Anmeldung von Kundgebung vom, also Blockadeanmeldung sozusagen, sondern es hat auch Mahnwachen, kirchliche Mahnwachen, alles betroffen, sagen, wurde geografisch quasi geregelt. Und da gab es keine Einzelfallprüfung. Also, und das entspricht nicht, wenn man das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit als Grundrecht denkt, dann muss konkret geprüft werden und wenn es eine Einschränkung gibt, muss die verhältnismäßig sein, weil es eine massive Einschränkung ist und die muss gut begründet werden. Das hat es nicht gegeben. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt und es deutet darauf hin, dass man tatsächlich den antifaschistischen, also ich denke, daraus kann man ableiten, dass der antifaschistische Protest als das Problem gesehen wurde und dass durch dieses Trennungsgebot sozusagen die Eskalation durch die Polizei auch angelegt war. Also das, was wir vorhin geredet haben über Gewalt und Ausschreitung und so weiter und so fort. Man muss das doch in den Kontext stellen von dem, was sozusagen verwaltungsrechtlich und Polizei praktisch sozusagen angelegt, eskaliert oder auf Eskalation angelegt ist und so weiter und so fort. Und darin muss man das sozusagen begründen und nicht immer den Einzelfall sozusagen skandalisieren. Meinetwegen auch Bilder, es gibt ja sozusagen so Bilder, die sozusagen dann viermal in irgendwelchen Fernsehbeiträgen wiederholt werden, um sozusagen den Steinewurf sozusagen besonders hervorzuheben. Das ist ja nicht die Lösung. Ich glaube, man muss sozusagen viel genauer, gerade beim Versammlungsrecht, immer gucken, wie wird was eskalieren, wie kann man das auch deeskalieren? Bodo Ramelow hat vorhin gesagt, 2010 hat es das ja nicht gegeben. Da kann man sich ja auch gucken, warum es 2010 das so nicht gegeben hat. Vielen Dank. Ich würde jetzt gerne noch mal mit Ihnen sprechen, Herr Schneider, und dann auch auf die Uhr gucken. Wir haben gesagt, um 16:30 hören wir hier auf. Wir wollen ja noch ein bisschen miteinander sprechen und dann gleich öffnen die Runde. Vielleicht noch mal die Frage an Sie, ist das so? Ist der antifaschistische Protest das Problem? Also ich mache es Ihnen leichter. Ist er ein Problem? Ja, schon allein, dass wir darüber reden heute, zeigt ja dafür, dass es als Problem auch gesehen wird. Also ich persönlich glaube,
Wenn die Möglichkeit da gewesen wäre, letztes Jahr sich ein bisschen in der Nähe, in Sicht und Hörweite an den Nazis abzuarbeiten, dann wäre es vielleicht auch nicht so zu diesen schweren Ausschreitungen gekommen oder in dieser Anzahl und der Häufigkeit. Davon bin ich überzeugt. Und in diesem Jahr soll es ja auch möglich sein. Jedenfalls haben sich viele Menschen viele Gedanken dazu gemacht. Und ich kann nur hoffen, dass man ein bisschen näher an die Rechtsextremen rankommt, wenn das Ergebnis das ist, dass hier nicht wieder die Stadt, ich übertreibe, in Schutt und Asche gelegt wird. Ja, manche nehmen das so wahr. Also, nee, ganz ohne unsere Zeitung. Es gab Leute, also wenn da vor der Haustür das Auto abgebrannt wird und Steine in die Scheiben eingeschmissen werden, das hier vorne an der Reichenbachstraße und Gutzkowstraße, wenn Leute in Größenordnungen von mehreren hundert Vermummte durch die Gärten klettern, bewaffnet sind mit Latten und Steinen und sich irgendwie durch die Stadt kämpfen von der A17 in dieses Versammlungsgebiet hier. Also, was heißt denn unschuldig? Ich versuche doch nur zu schreiben, zu sagen, wie die Wahrnehmung ist von den Leuten. Na? Also ob wir diese Wortmeldung jetzt alle auf einer Reihe kriegen, aber wir sollten es vielleicht mal versuchen. Haben Sie schon zu Ende geredet eigentlich oder habe ich Ihnen jetzt das Wort abgebrochen? Na, ich wollte gerne noch einen Punkt sagen zu dem Artikel, von dem gerade die Rede gewesen ist, in dem es gegen einen Rentner geht, der Telefondienst gemacht hat. Also ich meine, in dem Artikel hat auch gestanden, dass gegen den Mann nicht ermittelt wird, aber er sehr wohl erkennungsdienstlich behandelt wurde, früh um 4 in der Polizeidirektion, nachdem er da die ganze Nacht verbracht hat, von abends um 7 von der Razzia. Also das stand drin, es stand aber auch drin, dass in dem Gebäude Gewalttäter geführt worden sein sollen an dem Tag. Ja, sein sollen, ja natürlich, das war der Anlass für die Razzia. Die gerichtliche Überprüfung der Hausdurchsuchung, was unsere Büros angeht, hat ergeben, dass es rechtswidrig war. Ja, das ist ja. Ich meine, wir reden über den Rechtsstaat. Ja, natürlich. Ja, ist ja in Ordnung. Aber es ist nicht jede Durchsuchung aller Gebäudeteile für rechtswidrig erklärt worden. Also der Rote Baum ist da jetzt noch mit dabei, um jetzt eine Adresse zu nennen. Ja, aber da hat er nicht gesessen. Also ich meine, da ja. Muss man schon präzise sein. Eben, er hat in dem Gebäude gesessen, möglicherweise. Ja. Und das hat die Polizei abgehört, weil Leute, gegen die mit Paragraf 129 ermittelt wurde, an dem Tag in Dresden waren und miteinander telefoniert haben. Das hat da auch alles in dem Artikel drin gestanden. Also da bitte ich schon ein bisschen auch um Vollständigkeit und nicht, dass man gegen einen Unschuldigen ermitteln würde, was man nicht mehr tut, offenbar. Aber da muss ich jetzt wirklich intervenieren, weil den Teil, der meine Thüringer Leute betrifft, kenne ich relativ gut und ich lasse mich ja auch vom gleichen Anwalt vertreten. Also, weil ich jetzt wirklich langsam so denke, also man zieht erstmal nach 129 hoch, um alle Maßnahmen durchs Gericht genehmigt zu kriegen. Und dann, wenn es vollzogen ist, dann stellt man auf einmal das Verfahren um. Und das sind Geschichten, die ich in dieser Form, also das muss ich wirklich sagen, in Thüringen noch nie erlebt habe. Und insoweit gibt es hier wirklich ein sächsisches Problem. Da bleibe ich dabei. Also ich bin bei Ihnen, besondere, also dass es keine Selbstlegitimation gibt, da bin ich bei Ihnen. Und dass der die Scheiben eingeschlagen kriegt hat, nicht glücklich ist, kann ich auch gut verstehen. Und der da sein Auto abgefackelt kriegt, hat auch nicht lustig und fröhlich bei uns mit uns mitargumentieren würde. Aber die Geschichten, dass man also, dass die sächsische Polizei mit der Kavallerie nach Thüringen kommt, die junge Gemeinde morgens aufmischt und das Ganze unter 129. Und dann anschließend der Lautsprecherwagen quasi wie eine Beute nach Sachsen verbracht wird und man hat das Gefühl, also Sachsen liegt irgendwo außerhalb. Und ich mache nochmal die Verbindung zur NSU, da gibt es Straftäter, die mit internationalem Haftbefehl gesucht werden.
Und wir erwarten, dass überall auf der Welt solche Straftäter dingfest gemacht werden. Und in Sachsen hat man das Gefühl, sage ich jetzt als Thüringer, man hat das Gefühl, dass in Chemnitz bei der Observation 2000 bei Bönhardt, Schäpe und Mundlos die Polizei noch Stehplätze ausgegeben hat, weil noch mehrere Sicherheitsdienste mit observiert haben. Aber vollzogen wurde gar nichts. Und da habe ich meine Zweifel, ob das alles in sich stimmig ist. Und deswegen sage ich in der Summe. In der Summe habe ich das Gefühl, wenn man entscheiden kann zwischen der einen oder der anderen Möglichkeit, wird immer die größte Keule in Sachsen gegen demokratische Demonstranten ausgepackt und der Rest wird als Begründung dazu hinterher dazu geliefert. Ja, vielen Dank. Wir haben jetzt viele Aspekte gestreift. Ich will sie nicht alle wiederholen. Wir haben logischerweise und zum Glück keine Antworten gegeben und gefunden. Aber ich fand doch die Debatte ganz aufschlussreich. Ich will mich bei Ihnen allen sehr herzlich bedanken. Ich weiß, es juckt uns noch so ein bisschen in den Fingern. Gleichzeitig ist es so, dass viele hier sind, die jetzt abreisen müssen. Und bevor es so ausplempert, würde ich sagen, schließen wir jetzt die Debatte. Es gibt jetzt noch einen Tross, der, glaube ich, zu Fuß zum Bahnhof zieht. Und da können wir noch weiter diskutieren. Es möge eine Spontandemonstration werden, angeführt von Herrn Schneider. Und ich danke vielleicht ganz herzlich auch im Namen der Kongressorga, mit der ich eigentlich nichts zu tun habe, aber da ich jetzt der letzte Redner bin hier auch für einen Kongress, der zumindest mir einige gute Einblicke gegeben hat. Ich wünsche allen ein gutes Wochenende und wenn ich mir diese eigene Meinung zum Schluss noch erlauben darf, einen guten Erfolg beim 13. und 18. Februar, wenn es darum geht, die Neonazis zu blockieren.